Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben genau da eingesetzt, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und zwar ist es jetzt der nächste Morgen. Alle sind hier, naja, alles relativ, sind hier gerade so ein bisschen am... nein, ich will das Spiel nicht speichern. Ich wollte eigentlich die Dinger wegmachen, damit man hier was sehen kann. Genau. Leute, wann müsst ihr denn eigentlich zur Arbeit gehen? Wollte ich jetzt nur mal gefragt haben. Achso, Morgana, ich bin auf dem Falschen drauf. 4 Stunden bis zur Arbeit. Och, hat der Junge es gut. Der kann bis 11 Uhr ausschlafen. Andererseits, bei so einem Inselparadies wirklich bis 19 Uhr arbeiten zu müssen, das ist jetzt nicht unbedingt das, ja, was man gerne machen möchte. Gut, lassen wir ihn einfach mal schlafen. Er konzentriert sich schon drauf. Das würde ich aber mal aufräumen, Junge. Ja, genau. So geht das aber nicht hier. Was machst du denn? Oh Gott, hier ist noch mehr. Nee, 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 nee. Mein Freund, das auch aufräumen. Und das auch. Ja, dass du dich unwohl fühlst, ist mir schon klar. So, Moment. Wo waren die... nicht die Beziehungen. Die Bedürfnisse. So, warum fühlst du dich unwohl? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was du jetzt eigentlich alles hattest. Du warst definitiv... Du willst reich werden? Ja gut, da können wir natürlich jetzt erstmal nichts dran machen. Du bist ein Genie und du willst ehrgeizig und musikalisch. Das heißt, Ben muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, das ist nicht schlimm. Halt, stopp. Hallo. Was machst du denn dahin? Und du solltest eigentlich... Das Katzenklo säubern, Junge. Ja, genau. Alles schön wieder raus. Oh, ist der so am Stinken oder was? Der ist doch... Ach nee, der andere. Oh, okay. Ich verstehe. Du wirst dich erstmal duschen müssen, mein Freund. Tut mir leid, ich kann... Du kannst gar nicht duschen. Du musst ein Bad nehmen. Aber ja. Können wir jetzt nichts machen? So, du musst auch gleich mal auf Toilette. Da ihr verheiratet seid, darfst du das auch gerne nebenbei machen. Hast du mal bald gegessen hier, Madame? Warum guckst du so traurig? Was ist los? Ich weiß, dass du auf Toilette musst, aber da musst du erstmal rüber ins Badezimmer gehen. So, da die ja verheiratet sind, können sie auch zusammen auf Toilette gehen. Das ist schön. Schlecht ist allerdings, dass sie eine schlechte Hygiene hat. Ich würde sagen, du putzt dir mal die Zähne, wäschst dir die Hände. Da geht auch deine Hygiene wieder so ein bisschen zumindest nach oben. So, Freundchen, was ist mit dir? Du hättest ja auch mal für alle was zu essen machen können. Nee, du gehst jetzt, glaube ich, zur Arbeit, ne? Ja, okay. Also, der Ben, der geht jetzt gerade erstmal zur Arbeit. Das ist auch in Ordnung. Er rennt zur Arbeit, besser gesagt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, bis wann er überhaupt arbeiten muss. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ach, du wirst Spaß haben. Kannst du Schauspielern üben? Hallo. Ach so, Mist. Ich stand hier noch bei ihm drin. Ups. Komm, dann bist du nicht mehr so angespannt. Wir werden hier auch ganz tolle Fenster reinmachen. Ich habe mir sowieso überlegt, ich wollte das Ganze ja eigentlich weiter hier rüber haben, übers Wasser. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob man den ganzen Grundriss hier rüberziehen kann. Man könnte das doch irgendwie markieren. Ich weiß nur nicht mehr wie. Ja, also mit Bauen, das ist so eine Sache, beziehungsweise mit Markieren und so weiter. Ich könnte jetzt höchstens einzeln das alles rüberziehen. Also ihr seht ja dieses, oh, dieses mega riesige Grundstück. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Das war ja wirklich nur ein kleiner Teil. Wahnsinn ist das. Das Ganze wollte ich hier weiter ins Wasser reinmachen. Und dann habe ich ja gesagt, dass ich hier so eine Terrasse quasi über dem Wasser machen wollte. Vielleicht auch mit Stufen, die ins Wasser gehen, wenn das funktioniert, das weiß ich nicht. Dementsprechend würde ich allerdings gerne hier vorne
Nach Möglichkeit. Also, das können wir natürlich nicht alles jetzt machen. Das kommt alles später. Kann man das unter Bäume vielleicht machen? Ja, sehe ich jetzt nur normale Bäume, sehe ich jetzt keine Hecke. Das ist auch kein richtiger Zaun, den ich hier anklicken kann. Na, Moment, das ist ein Zaun. Ah, doch. Ah, sehr schön. Hohe Heckenhalle, grüne Privathecke. Oh, das ist richtig klasse. Weil ich nämlich dann sagen würde, dass ich hier alles so einzäunen werde. Also nicht einzäunen, aber mit so einer Hecke drumherum machen werde. Sodass nicht einfach jeder hier auf das Grundstück raufkommen kann. Und dann so ein schönes Gartentürchen. Vielleicht das hier. Kurvige Eisenzaun. Das dann auch noch in die Mitte machen werde. Das ist natürlich alles sehr, sehr teuer. Also wie gesagt, da mache ich mir jetzt natürlich nichts vor. Kann ich im Moment nicht machen. Nein, Mann, ich will doch einfach nur, dass das wieder live ist. Wir werden auf jeden Fall, wenn sie sich etwas wohler fühlt. Oh, ist das schön hier. Ist das ein Hai? Nee, oder? Ach nee, das sind große, dicke Fische. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob wir nicht eventuell. Die können ja auch, soweit ich weiß, jetzt schwimmen gehen. Ich würde normalerweise sagen, dass ich mit ihr jetzt schwimmen gehe. Du hörst jetzt auf, vor dem Spiegel zu üben. Und kommst hier erstmal mit raus ins Wasser. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber ich probiere es mal aus. Weil. Oh ja. Sie zieht direkt schon ihre Badesachen an. Das ist ja cool. Was ist das? Da hinten ist ein Boot. Ah, schwimmen. Herumschwimmen, hierhin schwimmen. Delfin rufen kann ich auch. Okay. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Fitnessfähigkeit ist es Morgana nun möglich, verschiedene Trainingsarten an Trainingsgeräten zu nutzen. Mit steigernden Fähigkeiten Level werden fortgeschrittene Fitnessübungen freigeschaltet. Mädel, du solltest aber schwimmen gehen, habe ich dir gerade gesagt. Nein, geh wieder rein. Böse Morgana. Okay. Ich möchte nämlich eigentlich, dass sie hierhin schwimmt. Ich weiß nicht, ob das geht. Oh, was ist das? Frische Luft, deswegen ist sie glücklicher. Wegen Merkmal liebt die Natur. Und Minzfrische wegen Zähneputzen. Okay, gut. Ja, ist natürlich auch wichtig, ne? Aber sie hat Hunger, das ist nicht gut. Auf dem Rücken treiben lassen. Oh, Leute, das ist ja cool. Das mag sie. Oh, Jake ist zur Arbeit, okay. Aber sie kann jetzt hier nicht. Ich habe mal irgendwie gehört, dass man wohl schnorcheln kann oder so. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Ich weiß nicht, ob das nur an speziellen Orten eventuell geht. Sie kann aber auf jeden Fall ins Wasser gehen zum Schwimmen. Das ist ja schon mal etwas. Normalerweise würde ich sagen, dass wir mit ihr herumschwimmen. Ja, dann schwimmen wir ein bisschen herum. Dass wir mit ihr rausgehen. Wenn sie denn aufgehört hat, sich auf dem Rücken treiben zu lassen. Ein, damit darfst du aufhören. Genau, du darfst jetzt ein wenig herumschwimmen. So, mal schauen. Okay, also es sieht ein bisschen seltsam aus, irgendwie ihr Körper so unter Wasser. Beziehungsweise die Bewegungen, die sie macht, sehen halt ein wenig seltsam aus. Das ist ja wie ein kleines Kind, was gerade das Schwimmen lernt, habe ich so das Gefühl. Aber sie ist sehr angestrengt, sie ist sehr konzentriert. Oh, was ist das? Nein, du solltest doch folgen. Entspannung im Wasser wegen Schwimmen. Schwimmen ist sehr entspannt und gut gegen Stress. Ah, okay. Sie ist selbstsicher geworden. Sehr gut. Oh, was ist das denn da für ein
Mördervieh von Fisch bei ihr. Ich hoffe, der beißt nicht. Das wäre natürlich jetzt nicht so dolle. Aber ab hier will er irgendwie nicht mehr folgen. Ich weiß auch nicht. Okay. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Wie ging das jetzt nochmal? Drum, drum, drum. Reisen, genau. Nein, ich will nicht so reisen. Ich wollte eigentlich nur anders reisen. Mein Gott, das ist jetzt schon so lange her. Muss ich ja jetzt ganz ehrlich sagen. Aha. Bedürfnisse, eigener Betrieb. Sie hat doch gar keinen eigenen Betrieb. Ja, ich weiß, sie möchte Botanikerin werden, aber das ist alles nicht so einfach. So, Welten verwalten. Nein, möchte ich nicht. Also ich meine, es wäre aber Reisen. Nein, ich möchte niemanden einladen. Wo ist sie denn gerade? Uninspiriert. Wie kann man denn uninspiriert sein? Also ehrlich. Kannst du auch ein bisschen schneller aus dem Wasser rausgehen? Ah, also war es doch mit Reisen. Hatte ich das doch richtig im Kopf. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hier in dem Gebiet mal schauen. Wo kann ich denn hinreisen? Vom aktuellen Vulkan über den plätschernden abgelegene Höhle? Okay. Kann ich denn hier irgendwas anklicken? Ach so, das war dies eine. Eigentlich nicht, ne? Das ist das Häuschen, was ich eigentlich hätte kaufen können. Was haben wir denn hier alles? Oh, da ist der Vulkan. Okay, verstehe. Also der könnte dann ausbrechen und das Haus hier dann quasi komplett kaputt machen. Das wäre natürlich nicht so toll. Oh, was ist das denn hier? Wieso bringt sie den Müll raus? Hat sie den jetzt mit angeschleppt nach hier, oder was? Oh, hier ist ein Wasserfall. Nacktduschen! Macht die das jetzt wirklich? Da kommt aber gerade ein Typ vorbei. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem Nacktduschen. Nicht, dass der nachher auch noch nackt duschen will. Oh oh. Okay, also sie geht auf jeden Fall schon mal... Ups. Geht auf jeden Fall schon mal nackt duschen. Ich glaube, der Typ ist jetzt hier irgendwie... Nee, er steht hier immer noch. Oh Gott, jetzt kommen sie alle an. Hallo? Hier ist eine Frau nackt am Duschen. Ihr könnt doch nicht alle hier einfach herkommen. Geht es noch, Leute? ich stelle mich mal freundlich vor. Ich hoffe, sie zieht sich vorher etwas an. Hallo? Hör mal mit dem Duschen auf. Du darfst dich gerne vorstellen. Hallo, ich bin die Dame, die gerade drüben nackt geduscht hat. Also wir reden hier einfach mal so ein bisschen mit den Leuten. Das sind wohl Fischer, so wie es aussieht. Das ist gar nicht so schlecht. Weil er möchte ja fischen gehen. Hey. Ach, dreht euch doch nicht immer um hier. Oh,
Was, was, was? Da rede ich ja gerade darüber, sie ins Bett zu kriegen, oder was? Wie soll ich das denn hier bitte verstehen? Ah, Kids. Larkin, Moosh, Brabna, Gweeby, Vazoo, Delso, Tribs, Iba, Inja, Inja, Jombi. Da ist einer auf einer Bananenschale ausgerutscht. Okay. Nein, ich will nicht zum Kaffee. Schlüpfrige Frage stellen. Hallo? Morgana hat die neue Fischspezies Salmler bestimmt, die an einigen Angelplätzen von Luaro Arcana, das ist jetzt gegangen, entdeckt wurde. Morgana hat Informationen über die neueste Entwicklung des Notizbuchs eingezeichnet. Okay. Ja, kuschelt ihr euch mal unter die Höhle? Spielen, Frösche anlocken? Oh mein Gott. Nein, ich will keine perversen Spielchen hier machen. Was gibt's denn hier noch? Da sind auch noch Leute. Hallo. Sandskulptur bauen. Okay, wir können auch eine Sandskulptur bauen. Was ist das denn hier rechts? Ah, es sieht aus wie ein Spielplatz. Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Aha. In einen Spielplatz? Jetzt bin ich hier einigermaßen verwirrt. Oh, was ist das? Ah, da gibt es was zu erkunden. Was ist das denn? Okay, keine Ahnung, was das ist. Wo ist Morgana denn? Was macht sie denn hier die ganze Zeit? Morgana! Du sollst doch keine Sandburgen bauen. Obwohl eigentlich doch. Ich habe ja gesagt, du sollst Sandburgen bauen. Geht das auch ein bisschen schneller, bitte? Ja, sieht gar nicht so schlecht aus bisher. Ah, Ben hat 200 Dollar mit nach Hause gebracht. Oder Simoleons heißen ja, glaube ich. Ja, keine Ahnung, was das ist. Moment. Sandskulptur mit Monsterstampfer. Achso, nee, Monsterstampfer. Okay. Sie erkundet die Höhle. Sie bleibt zwar nur da drin stehen, aber sie scheint zumindest irgendetwas zu machen. Ich lasse das mal ein bisschen schneller weiterlaufen lassen. Also sie steht hier immer noch rum, aber anscheinend erkundet sie ja die Höhle. In der Zeit kann ich mal... Oh, da ist sie draußen. Was? Fledermäuse? Ach so, als ich hier auf das Bunte gedrückt habe, ist das nicht die Höhle gewesen? Ist es nicht das Bild gewesen, sondern die Höhle, oder wie? Fledermauskolonie. Über den Kopf von Morgana schlief eine Fledermauskolonie, eng aneinander gedrängt. Morgana versuchte vorsichtig zu sein, um sie nicht zu wecken, zwängte sich an der Kolonie vorbei, rutschte auf dem nassen Boden der Höhle aus und kickte dabei einen Stein gegen die nahegelegene Wand. Der widerhallende Aufprall weckte die schlafenden Kreaturen und schon bald flatterten überall in der Höhle Fledermäuse herum. Morgana floh mit den Fledermäusen im Schlepptau aus der Höhle und verfluchte ihr Missgeschick. Seltsamer Krach. Moment, ich muss zwischendurch mal weiter erkunden hier. Morgana hörte ein seltsames Geräusch in der Höhle widerhallen. Hallo? Als sie tiefer hineinging, sie folgte dem Echo und durchquerte eine besonders enge Passage, als ein anderes Geräusch in ihre Ohren drang. Nach einem lauten Rauschen, das von oben kam, landete etwas auf ihrer Schulter. Völlig erschrocken über den plötzlichen Angriff, floh Morgana in Richtung Höhleneingang, um sich schnellstmöglich nach draußen und in Sicherheit zu begeben. Okay, war das wieder eine Fledermaus? Oh, Jake hat auch 200 mitgebracht, sehr schön. So, Morgana-Schätzchen, ich weiß, du hast Hunger.
liebreizendes Lied. Ein bezauberndes Lied schwebte durch die verschlungenen Gänge der Höhle und spornte Morgana an, den Ursprung der bezaubernden Klänge zu suchen. Sie ging um eine Kurve herum und erblickte eine wunderschöne Meerjungfrau. Da sie sich einfach nicht zurückhalten konnte, ging sie näher an die Meerjungfrau heran, die verschämt zurückwich. Als Morgana sich jedoch über das Wasser beugte, zog die Meerjungfrau sie unter den Strom und in ihre Arme. Das klang jetzt nicht so lustig irgendwie. Lavatunnel. Morgana navigierte durch das Wasser der zahlreichen Lavatunnel, die sich bei der Entstehung der Insel gebildet hatten. In einen Kanal spürte Morgana, wie etwas an ihrem Bein kratzte. Ein langer Tentakel, der aus einem anderen Durchgang hervorragte, versuchte sich um ihr Bein zu wickeln. Mit einem Ruck befreite sich Morgana von dem Tentakel und schwamm so schnell sie konnte zurück zu der Stelle, wo sie in den Kanal eingedrungen war. Da Morgana nicht riskieren wollte, dass das Raubtier einen zweiten Versuch startete, brach sie ihren Ausflug frühzeitig ab und begab sich zurück zum Eingang der Höhle. Also es sind schon nicht so tolle Sachen, aber es sind schon, das ist schon wieder seltsamer Krach, den hatten wir ja schon mal. Ja. Wer war das? Hallo? Stopp, stopp, wer ist das? Hallöchen. Hallo. Beach Boy, bleibst du mal stehen? So, und jetzt zack, ich lauf hin. Hallo. Lauf hin. Bist du verbuggt, oder was? Du sollst da hinlaufen. Ist sie doof? Hallo? Jetzt ist der Typ weg, du Trottel. Aber ich habe trotzdem eine lockere... An dem Moment, lockere Unterhaltung, das war ein anderer Typ. Okay, haben wir denn hier sonst noch irgendwas zu erkunden? Vielleicht haben wir hier mal eine andere Höhle, wo es nicht so... Obwohl, da war eine Meerjungfrau drin. Das war jetzt schon... Schon irgendwie interessant. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Die erkunden wir noch. Und dann gehen wir mit Morgana wieder nach Hause. Sie ist verspielt. Okay. Oh Gott. Fledermausbisse. Deswegen fühlt sie sich unwohl, weil sie die Strandhöhle erkundet hat. Es war wohl keine so gute Idee, eine Fledermauskolonie zu stören. Okay. Ja, Hunger hat sie auch. Das ist in Ordnung. Urbane Kunst, weil Strandhöhle, also weil sie die Strandhöhle erkundet hat. Jetzt weiß jeder Bescheid, der die Höhle unter der Insel erkundet. Morgana war hier. Hat sie das jetzt da drauf geschrieben an die Höhle? Oder wie verstehe ich das jetzt? Beschämt, in der Finsternis der Höhle. Nachdem Morgana die Taschenlampe heruntergefallen war, rannte sie aus der Höhle und streifte dabei seltsame Dinge. Okay. Traurig. Das Schlaflied der Sirene. Oh, was haben wir denn hier? Beim Schwimmen durch die zahlreichen... Oh, da musst du noch mal reingehen. Du musst nach Tieren suchen. Ja, dann geh noch mal eben nach Tieren suchen. Beim Schwimmen durch die zahlreichen, mit Wasser gefüllten Gänge der Höhlen entdeckte Morgana etwas am Boden eines flachen Wasserbeckens. Morgana tauchte nach ihrer Entdeckung, hielt aber nur ein Bündel Seetang in der Hand, das mit der Flut hineingespült worden war. Enttäuscht entschied sich Morgana, ihre Erkundung zu beenden. Ihren Fund hielt sie aber weiterhin fest. Das heißt, wir haben das jetzt in unserem Inventar. Ach, wir haben noch so viel gefunden. Eine Muschel. Meerjungfräulicher Tang? Essen? Was? Das machen wir doch glatt. Sobald Morgana wieder rauskommt. Ja, iss mal was von dem Tang. Na los. Energie geladen. Seltsame Gefühle.
Als Korallenriffe und Salzwasser die Gedanken von Morgana beherrschten, verspürt sie plötzlich den Drang, in ein großes Gewässer einzutauchen. Soll sie diesem Ruf folgen? Ja, soll sie. Macht sie das denn jetzt auch? Geht sie zum großen Gewässer? Da, 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 da. Wo läuft sie hin? Wir werden es mit Spannung erwarten. Also sie läuft auf jeden Fall irgendwo hin runter. Glühwürmchen. Morgana erforschte einen undokumentierten Abschnitt der Höhle, als sie auf einen wunderschönen Anblick stieß. Ist das Müll hier? Oh, was hat sie denn jetzt hier gefunden? Ah, Pandola. Ach so, ich müsste... Ach, das sind die Toiletten, glaube ich. Ich müsste sie jetzt quasi ins Meer eintauchen lassen, oder wie? Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen herumschwimmen, Morgana. Du musst dem Ruf folgen, wenn der Ruf dich ereilt. Wird ja schon nichts Schlimmes passieren. Wir sind eine Meerjungfrau geworden. Wow. Das sieht richtig geil aus. Nein, du sollst ihr folgen. Hallo, folgen. Levelaufstieg. Morgana hat Level 2 der Fähigkeit Fitness erreicht. Ja, weil sie jetzt wie ein Fisch im Wasser schwimmt wahrscheinlich. Oh, so schön. Seltsame Lichter. Der Anblick tausender leuchtender Kreaturen kann gruselig sein. Aber in der Höhle sehen sie aus wie Sterne am Nachthimmel. Achso, wieso in der Höhle? Ich dachte jetzt hier im Wasser. Oh, das ist so cool.